So, wir gehen ins Schneegebiet. Das ist ja erstmal spannend. Aber da sehe ich direkt wieder ein paar Steinchen, die müssen wir natürlich mitnehmen. Wenn wir jetzt hier uns nochmal irgendwie zum Ende nochmal Rüstung nochmal upgraden wollen und sowas, dann wäre das natürlich nicht schlecht. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed Valhalla auf dem PC, Folge 159. Weiter geht es. Und wir gehen erstmal ins Inventar. Wir haben noch unsere gute Rüstung am Start, oder? Nee, haben wir eben nicht. Die hat ja nur 26, dann auch 26. Ja, oh, Digga. Flipp ich aus. Müssen wir unser Zeug wieder anlegen, das ist mal ganz klar. Kann ich sogar verbessern auch noch. Why not? Und wir haben jetzt wieder ein bisschen was gesammelt und so. Das ist 30, das ist 37. Was ist das denn hier? Ih, Alter, ist ja mega bescheuert. Ja, war klar. Bin damit eigentlich zufrieden. Neues 28. Oh, könnte man leicht wieder auf das Level bringen, sag ich mal. Schon. Was ist hier? Oh, ein neues theoretisch. Egal, die sind jetzt so viel besser. Selbst das könnte ich jetzt verbessern nochmal. Das könnte ich jetzt verbessern nochmal. Das braucht alleine 650, um es nochmal zu verbessern. Okay, das ist auch zu teuer. Verbessern wir doch erstmal den Kram. Immer noch? Okay, das geht nicht mehr. Das heißt, wir haben eine Sache haben wir dann noch. Ja, machen wir hier. Oder hier. Machen wir hier. Gut. Köcher müsste ich auch. Schade. Aber 300. Wir brauchen so viel Metall. Das ist ja Wahnsinn. Wir erweitern erstmal und dann geht's nach Nottingham. Ah, aber jetzt haben wir genug Materialien, theoretisch, für Stufe 6. So, und du kriegst jetzt einfach dein Teil hier. Boah, ja genau. Boah, das waren doch nämlich die anderen, Alter. Boah, mega, wir haben jetzt so viel Kram. Iu! Der Getreidehof. Gebäude abgeschlossen. Yo, das war gerade mal der Beginn für Stufe 6. What? Jetzt kann ich hier nochmal... Ach, man kann es jetzt noch upgraden und so einen ganzen Kram. Ja, wahrscheinlich. Ja gut, Stufe 6 sehe ich persönlich... schwierig? Hier sind aber noch ein paar Sachen oder so. Ach so, nee, du willst gerne deinen... Kram behalten. Da sehe ich noch ein Zelt. Machen wir erstmal den Kram. Genau. Dass wir zumindest hier mal die Zelte los sind. Ich bin Swanhild.
Was ist denn hier, Svanhild? Svanhild, du hast es geschafft. Allerdings. Ich sollte Hunwald einen Brief schicken und es ihm mitteilen. Du weißt, wie er sich um mich sorgt. Er vermisst dich, so viel ist sicher. Aber als Aldermann darf er sich nicht von seiner Trauer vereinnahmen lassen. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich liebe diesen Kerl, aber ich fürchte, die Bürde lastet zu schwer auf ihm. Er wird es durchstehen. Er hat das Herz eines Anführers. Jetzt komm erst mal an und erkunde dein neues Zuhause. Haus von Hunwald und Svanhild. Verbessert die Festmahlstärkung. Oh ja, wir haben es doch. Wow, okay, Stufe 6 ist aber wohl schwierig. Hast du das gehört? Na, guck mal, hier gibt's auch noch was. Karis Haus. Boah, die will direkt 1000 Baukosten. Holzwerkstatt, arbeitet mit der Befestigung an der Siedlung. Boah, egal. Weißt, ich dachte, wir haben so viel Krams, jetzt können wir uns easy hier, jetzt können wir hier easy was machen, aber nee, kommen ja nicht mal die halbe Stufe weit. Gut, das ist dann auch schon wieder alles. Dafür haben wir jetzt einen Viehhof. Digga, wow. Ich hoffe nicht, dass Stufe 6 Voraussetzung ist, um hier das Game beenden zu können oder so. Ansonsten müssen wir noch einige Überfälle machen. Pfug! Okay. Egal. Nächstes Ziel ist Nottingham. Oder wie man auch immer das ausspricht. Das ist hier ganz oben. Snottinghamshire. Ach du Kacke. Also die, na, ist halt nichts gegen die Namen, sorry, aber das ist also wirklich. Ist so, ist die Frage, gehe ich hier hin und machen wir dann so? Eher ja, ne? Wobei, wo müssen wir denn überhaupt hin hier? Wir müssen ja auch dahin. Das Nottingham. Ja, ja, ist natürlich hier alles. Wird halt. Ich meine, gut, wenn wir da hin müssen, ich meine, hier ist ein Punkt, dann ist das so. Dann machen wir es halt erstmal so. Und let's go. Let's go. Yippie. Ist das hier etwa Gegners? Das ist kein Gegner, das ist ein Verbündeter. Genau, nehmen wir trotzdem mal ein paar Pfeilchen mit, wenn er da okay ist. Und dann geht's rüber. So, wir gehen ins Schneegebiet. Das ist ja jetzt mal spannend. Aber da sehe ich direkt wieder ein paar Steinchen, die müssen wir natürlich mitnehmen. Wenn wir jetzt hier uns nochmal irgendwie zum Ende nochmal Rüstung nochmal upgraden wollen und sowas, dann wäre das natürlich nicht schlecht. Ist noch den Gamasch hier. So, und ab in die Kälte. Und mal gucken, was hier so alles kommt.
Digga, diese Musik, Alter. Boah, das sieht schon wieder ganz... Also, das ist ja... Also schon irgendwie geil aus. Dies muss nur ein Land sein, wo Sachsen und Dänen in Frieden leben. Von einem Land unter Jarl Hemings Herrschaft habe ich nichts anderes erwartet. Wie sprach die Wahrheit? Du bist in Engelland. Das bin ich. Und ich werde bleiben. Snortinger, ich freue mich darauf, Vili wiederzusehen. Schenkt Met aus! Eivor ist in Snortingerham. Skål! Mega, hier eingelassen in den Berg, also Wahnsinn. Komm, hoch den Becher und weg mit dem Silber. Wir könnten jeden Moment ablegen. Du siehst mir wie ein Schluckspecht aus. Du gewinnst, wenn du das schneller herunterkippst als ich. Lass mich dein Silber glänzen sehen, ja? Das nenne ich Einsatz. Wir trinken. Das ist ja wohl gar kein Ding für uns hier. Tiger, es wird ja immer mehr. Acht Stück. Digga, jetzt schon so schlimm? Mein Gott, es wird schwierig. Die Hälfte. Oh. Easy. Scheiße. Und der letzte. Das war über einen Becher voraus. Fuck. Schneller als ich und du kriegst das Silber. Ja, ist klar. Nee, nee. Ich rieche deinen Angstschweiß. Ich trinke Auerochsen unter dem Tisch. Komm her, ich zeige es dir. Aber so ist der Effekt zumindest jetzt verschwunden. Alter, was kann ich meinen Augen trauen? Bist du es wirklich? Zurück wie, du alter Hund. Wie geht es dir? Eivor, eine alte Freundin ist ein gutes Omen. Sieh sich das einer an. Man könnte dein Kinngras glatt für eine Hecke halten. Doch der gesunde Bart eines Jarls ist es auch nicht. Und wie geht es Vili? Seine Nachricht hat mich sehr gefreut. Ich stehe hier heute an Vilis Stelle. Er und sein Vater brachen auf nach Ulkertorp, um eine Invasion der Pikten abzuwehren. Wir haben sie lange belagert und nun will Jarl Heming die Arbeit beenden.
Seit unserer Jugend habe ich nicht mehr an Vilis Seite und der seines Vaters gekämpft. Wenn sie mich brauchen, gehört ihnen meine Klinge. Doch trotz des Kriegsgeschreis sollst du wissen, dass Vilis Vater sehr viel gebrechlicher ist als bei deinem letzten Besuch. Wie kann das sein? Jarl Heming ist ein Stier. Das stimmt. Und er wird sich freuen wie Skirl mit dem Mond in seinem Maul, wenn er dich sieht. Komm, der schnellste Weg führt über den Fluss, auch wenn uns diese Gewässer feindlich gesinnt sind. Du bringst uns Glück. Wir könnten die Meerhengste flussabwärts reiten. Welche Gefahren auch lauern, ich bin bereit. Sobald dein Schiffstrupp fertig ist, brechen wir auf. Unser Jarl hat lange genug gewartet. Wir folgen dem Wolfsmahl zu seinem Lager. Die Geschichte zweier Jarls. Sagas Nottinghammer Schier gestartet. Let's go! Der Allvater persönlich. Ich reiste weit, aus den Tau der Schlacht. Mein Ruf soll der Preis des Sieges sein. Haha, allerdings. Neues Schnellreiseziel, das sieht man gern. Mach die Seeungeheuer bereit. Eivor Wolfsmahl ist hier, uns den Fluss hinauf zu eskortieren. Ja. Allerdings sollte doch hier ein Schiff sein, oder nicht? Das hat wieder selbst. Eivor! Eivor! Ich erinnere mich, wie du viele legendäre Geschichten am Herdfeuer spannst, als Vili und ich noch klein waren. Aber ich meine, du erzähltest uns nie, wie du dich Jarl Heming verpflichtet hast. Ist das eine gute Geschichte? Oh ja, aber komm mit, sie ist traurig. Ich schätze, ich war im selben Alter wie du heute. Skadi hatte uns einen harten Winter geschickt. Und ein Großteil unseres Clans hungerte. Um uns zu ernähren, lud meine Familie eine große Arbeitsschuld auf sich. Aber ob meiner Jugend war ich zu stolz, sie zu bezahlen. Ich wollte plündern, nicht schuften. Für dieses Vergehen hätte Jarl Heming unserer Familie... Du gehörst mir! Hinten am Ufer! Beschützt den Schiffstrupp! Bereit! Schießen! Bogen bereit machen! Schießen! Schießen! Schießt! Schilder! Schilder! Bogen bereit machen! Schießen! Schießt! Schießen! Bogen! Schießen! 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 Zielt! Schießt! Pech. Ich sehe niemanden mehr. Anlegen!
Boah, echt jetzt? Du wirst es, Odin! Bereit? Hinten auf der Erhöhung! Schützt den Schiffstrupp! Bogen bereit, Mann! Schießen! Bogen! Schießen! 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 Zielt! Schießen! Passen, Eivor! Diese Vorräte werden die Belagerung Ulkatorps befeuern. Schießen! Schießt! Schießen! Schießt! Wir schwimmen noch, Wolfsmal! Ruderer, wir müssen umkehren! Alle drei Schiffe sind heil. Jarl Hemin wird sehr erfreut sein. Hey, sind noch alle vor uns. Anlegen! Schießen! Jetzt bezahlst du! Bogen bereit machen! Alter, ey! Schießen! 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 Schilde hoch! Schilde! Bogen! Kommt der? Ich hoffe es mal für ihn. Digga, was geht da schon wieder ab, Mann? Auf in den Hafen. Erzähl nach. So. Damit sind wir auch wieder am Ende dieser Folge angekommen. In der nächsten Folge geht es dann an dieser Stelle hier weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.